und willkommen zu Brainstormers. Die Party war nicht so geil, ne? Weil die Luftballons sind eingeschrumpft. Das ist bei diesem Experiment nicht der Fall. Ich zeige euch, wie man mit einem Trichter, Essig, einer Flasche, Backpulver und einem Luftballon einen Luftballon aufbläst, ohne reinzupusten. Zuerst füllt man Backpulver in den Luftballon. Wie ihr seht, habe ich das schon gemacht. Dann füllt man vorsichtig mit einem Trichter Essig in die Flasche. Als nächstes stülpst du vorsichtig den Luftballon, sodass der Kopf mit dem Backpulver noch unten bleibt, drüber. Jetzt kommt der vorsichtige Teil. Als nächstes musst du ihn so umdrehen, dass das Backpulver in den Essig fällt. Was passiert hier? Das ist eine chemische Reaktion, nicht so wie beim letzten Mal, eine physikalische. Das Natrium im Backpulver reagiert mit dem Essig. Dann entsteht ein Natriumacetat. Das ist ein Salz, was man hier unten sieht. Es entsteht auch CO2, das Gas, was gerade den Luftballon befüllt, und Wasser. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ihr habt noch eine schöne, coole Party. Tschüss! Ach ja, folgt uns einfach für mehr Tricks. Bleibt neugierig und lasst es knallen.